So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pathfinder Wrath of the Righteous mit mir und mit Shura. Oh, und der Esel hat sich wieder zuerst genannt, ne? Verdammt, Moin. wieso passiert mir das eigentlich immer? Bin ich irgendwie doof? Mit Shura und mit mir. Ja, Verdammt. ist gut. Es tut mir leid. Alles gut. Ich bin voll der Egozentriker. Wir gehen Quatsch, heute. bin ich gar nicht. Ja, aber also irgendwie, das hat das einen psychologischen Hintergrund, wenn man das macht. Also man könnte ja meinen, egal. Komm, ich kenne dich lang genug, du bist alles andere als ein Egozentriker. Du bist Ja. vielleicht ein wenig verpeilt, das ist alles. Das wird sein. Gut, einigen wir uns darauf. Ich gehe jetzt erstmal ins Obergeschoss. Aber vorher buff ich Sela. Mit Bullenstärke. Und mit dem Tankzauber. Und so. Und Land kriegt noch den Stärkezauber. Genau, damit wir das auch mal machen. Speichern. Und dann auf ins Obergeschoss. Sie noch was für uns, damit wir nicht gleich aus den Latschen kippen? Tatsächlich, gut, dass du es sagst. Magierrüstung. Hat Nino das nicht auch? Ja, genau. Das ist, so, dann kann man auch verschwimmen auf uns zaubern. Das könnte man auf jeden zaubern. Mal gucken, wie lange hält denn das eigentlich? Oh, das hält nur 4 Minuten. Ja, okay. Da müssen wir ein bisschen ranhalten. Dann gehen wir mal zuerst mal hier in die schweren Räume. Gott. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, der Fettsack. Ja. Guck mal, da hat Land direkt einen Furchteffekt bekommen. Toll. Obwohl er die Robe anhat von der letzten Ja, gut, Folge. okay, das war ja nur eine Chance, ne? Also, Ja. macht ihn ja nicht immun dagegen. Pentizikulös. Boah, wie krittet. Boah. Ja, sehr gut. Mal das. Ja. Wenn das schon in Reichweite steht. Oh, jetzt wurde ich getroffen. Fehlschlag. Ja, ruff. Oh, wieso kritten die alle? Nice. Man kann ja auch mal Glück haben. Ja, nicht beschweren. Ah. Wen hat es denn getroffen? Sela. Okay. Ja. Mich getroffen? Ah. Ja, pff. Du hast noch Furchteffekt. Braucht man gar nicht machen, außer den hinstellen und abwarten. Weil wenn ich jetzt mit ihm wieder hier ranrennen würde, würde er bloß panisch wieder einen Rückzug antreten. Okay. Ah, der hässliche Typ ist gleich tot. Mach mal das da. Ein guter Treffer und der ist weg. Ah, ich sagte ein guter Treffer. Als ob hier der trifft. Null. Die haben dicke Haut, diese Abrikandilos. Oh. Da kommt Ja. ein Nahkämpfer. Bam. Gut. Oh, da ist wieder so einer mit einer Sense, ne? Du erinnerst dich, was der das letzte Mal gemacht hat mit unserem Damage-Dealer? Du meinst mit Voljev? Ja, der hat ihn one-hit. Ja, das war Pech. Aber jetzt sind da schon zwei Nahkämpfer. Ja, pass auf, wir können ja mal so machen. Dafür haben wir es ja. Ah, ich glaube, Land ist wieder fit. Ja. Endure this. Getroffen sogar. Ich gehe mal jetzt auf den da und hoffe, dass die beiden einfach auf Sela bleiben. Ah, passt schon. Und hey, wäre natürlich besser, wenn er auf die Fernkämpfer geht. Ich habe wieder alle irgendwie dumm Ja, ich platziert. glaube, ja, weil sonst hast du wieder das Problem mit dem Nahkampf. Ja. Aber wenn ich jetzt auf den da gehe, das ist der Einzige, der nicht im Nahkampf ist, dann stehe ich hier neben den Nahkämpfern. Das ist noch viel dümmer. Also, dann lieber daneben hauen. Und du machst mal eine Heilung. So. Das heilt die Gegner dummerweise mit. So.
Okay. Nicht getroffen. Gott sei Dank. Oh nee. Steckt aber ganz schön ein. Ja. Bier, Heiltränke, alles irgendwie scheißegal. Das ist eine gute Idee. Warte mal, die ist vor noch. Warum geht denn das hier nicht mehr? Ich konnte doch bei dem letzten Mal, konnte ich, da war hier so ein kleiner Pfeil über dem Heiltrank und da konnte ich das dem anderen geben. Aber hier, der kleine Pfeil ist da nicht. Nein! Es läuft schon wieder alles aus dem Ruder. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir gucken gleich mal nochmal. Ach gut, der eine ist schon mal weniger. Ja. Aber der Sensentyp ist trotzdem nicht gerade schwach. Also ich glaube nicht, dass sie noch einen Treffer aushält. Jetzt versuchen wir es nochmal hier. Du kriegst jetzt den hier. Ich habe ja schon wieder so einen Kopf im Inventar hier. Ach guck mal, der hat den, der hat das. So. Also scheinbar, du kannst die Leute nur mit Heiltränke versehen. Eigentlich sollte aber das andere jeder können. Waffe Wein. Was ist das? Er kann das auch nicht. Aber man muss auch nicht. Er hat ja das ja. Halt die Gegner doch nicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Na gut, das die haben noch volle HP. Also da ist aber nicht so viel zu holen. Ja, so 12 Schaden. Finde ich gut. Fehlschlag, ja. Das Einschläfern hat gar nichts gebracht. Das würde ich mir trotzdem noch aufheben. Ja, komm. Wir machen mit Eis. Oh, immerhin 2 Schaden. You've crossed the wrong mongrel. Nice. Oha. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir gewonnen. Hm. Er steht ja jetzt hier rum. Kann ich mit ihm auf den da gehen? Ja. 0 Schaden. Ach, würfel auch bloß mit einem D3. Und hat 10, ja, das hatten wir doch gerade eben. Ja, mit der Säure. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es beim Eis auch ist. Tja. Ah. Aber steht da nicht, gegen was die anfällig sind, sag mal. Muss doch da auch stehen. Eigentlich schon. Sag mal, warum? Du sollst Seele heilen, Junge. Das geht, irgendwie geht das nicht. Keine runde Aktion mehr übrig. Warum nicht? Ja, halt nicht. Irgendwie fehlen mir ja manche Wissensdetails über die Mechaniken des Spiels. Weiß nicht, vielleicht geht das im Kampf nicht oder was? Keine Ahnung. So. Eigentlich müsste es gehen. Boah, Alter. Lan räumt auf. So. Ja, dann hau nochmal drauf. Ist mir auch egal. So, Precision and Grace. No glory without risk. Das ist zum Glück richtig schlecht im Treffen, als ein Magier in die Waldläufer ist. Ich glaube, wir können jetzt hier wieder das so machen. Boah, Lan hat ihn einfach wegrasiert. Sehr schön. So. Er ist unser bester Mann, wenn er trifft. Ja. So, und hier machen wir mal. So. Okay. Kurz mal speichern. Irgendwie gefällt mir die Format. Das Format ja auch nicht. Warum ist ein Land vorne? So ein Unsinn. So irgendwie hätte ich gesagt. Ja, warte mal. Die können sogar noch weiter. Land ist so halb vorne und die bilden hier irgendwo dahinter. Und unser vielleicht auf derselben Höhe wie Land. So. Jawohl, Darren. Ah, passt schon. So, jetzt kommt der schlimmste Raum. Ah. Oh Gott.
Was ist das für einer? Ja, der ist ganz schlimm. Der ist ganz schlimm. Das ist ein... Babu? Wie ist der? Babau heißen die, ja. Der Babu. Okay. Ich verzöger mal. Lass den rankommen. Die können richtig fies zupieksen und das Problem ist, die haben Säurehaut. Das heißt, wenn du die haust, dann kriegst du noch Schaden zurück. Dann ist er wahrscheinlich auch immun gegen Säure. Ja. Jetzt möchte ich mit ihm aber mal Folgendes tun. Das hier. Weil hier gibt es in dem... Ich glaube noch mehr in dem Raum. Hier sind ein paar unsichtbare. So. Sela kann aber mal auf den Babu hauen. Der Babu. Guck mal, da wirkt die Säurehaut nicht mal. Ich mache auch immer denselben Fehler, dass ich die einwähle, die im Nahkampf sind. Oh, nice. Hat nichts gebracht. Der ist ja lustig umgefallen. Ja, kannst du gleich mal draufhauen, Land. Nice. Ah, die haben dicke Haut. 12 reduzierten Schaden. Machen wir noch. Ja, komm, normal ruf. Du haust auf den. Ah, nice. Er ist schon bei 50%. Ja. Irgendwie hatte ich auch den im Hinterkopf, hier wären mehrere von dem Babau in dem Raum drin gewesen, aber vielleicht irre ich mich und das war einfach nur der eine. Alter, null. Oh, dieses Schmieren ist total OP, kann das sein? Ich überlege, wie oft wir gewiped sind am Anfang in den ersten Folgen. So. Warum nicht nutzen, wenn wir es haben? Also. Aha! Guck mal da! Da ist wieder einer aufgetaucht, hä? Der hat sich hier materialisiert. Ja, der ist hier unsichtbar im Raum gewesen. Deswegen... Und der ist nicht mal umgefallen, noch nicht. Ja. Ja gut, der eine ist aber gleich tot. Hoffentlich. Noch zwei Treffer oder so, dann ist er... Was ich jetzt mal versuchen könnte, damit er im Schlaf... Irgendwer eingeschlafen? Der am Boden liegt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die anderen beiden scheinbar nicht. Ich glaube keiner. Passiert schon. So. Tja, was machen wir mit ihm? Normal draufhauen. Okay, einer hin. Ey, nicht kritten. Oha. The spirits demand your blood. Aber mit ja irgendwas. Ich kann den mal versuchen zu blenden. Hat nicht geklappt. Okay, der steht wieder auf. Ja, der ist aber auch gleich tot, also. Ja. Genau. Ja, sehr gut. So, letzter Staub. Ich heb mir mal seinen letzten Zauber noch auf und hau normal drauf. Ja, ich glaube, können wir wieder das machen, weil mehr als normal drauf hauen kann ich ja eh nicht bei dem gerade. Ich kann natürlich mal gucken, dass Sela das macht. So. Ah, ist umgefallen. Na los. Ihr schafft das. Ja, das war's. Nice. Okay, halt dich mal hoch. Boah, das waren 5 Tränke. Säuferin. Gut, dann haben wir hier noch mehr Räume. Die machen wir auch direkt so lange, wie die Buffs hier noch halten. Ja, auf jeden Fall. Auf.
Wenn das jetzt schon der schlimmste Raum war. Ja. Von den hässlichen. Ja, aber nur zwei. Guide my blade. So. Precision and grace. Mind over muscle. Zela ist immun gegen Furcht. Guck mal, so interessant, weil sie Paladin ist wahrscheinlich. You are today's sacrifice. Go for their hearts. Ich mache jetzt mal was Unorthodoxes. So, und so, kriegen sie einen leichten Debuff. Make every strike count. Ich hätte auch mal Lan seine Waffe weihen können, dann wäre die effektiver gegen die. Müssen wir beim nächsten Mal dran denken. Ja. Aber ich denke mal, wir schaffen das. Ja, auf jeden Fall. Immer. Dann nur noch der eine. Ja. Ja, der kann mal ein bisschen weggehen hier. Ja. Easy. So, ist hier noch was, ja. Nehmen wir mal mit. Magische Essenz. Das Zimmer ist verschlossen. Aus irgendeinem Grund. Die Tür wird mit ungewöhnlichen magischen Mitteln verriegelt. Sie scheint kein Schloss zu haben. So, und dann haben wir noch den Raum hier, aber der sollte auch gehen. I'm off. Did we find trouble? No, they did. Ich sehe nur einen Gegner. Ja. Ich verzöger mal. Wir machen jetzt mal. Noch welche? Ja, noch welche versteckt? Ja. So, du bleibst hier. Der ist nicht umsonst Attentäter, ne? Oh, hat sogar getroffen. Und nicht mal wenig. You've crossed the wrong mongrel. Ja, du kommst hier vor. Vielleicht sogar zu weit. Aua! Sag mal. Kann wohl nicht wahr sein. Ja. Oh. Ach, Neuladen. Ah. Sie gleich wieder gestorben, ne? Ja, ja, ja. Der hat ganz schön ausgeteilt. Ja, ja, in der 17. Ja, sag mal, dass der Kampf auch gleich losgeht, ist so uncool. Ich könnte mich erst mal reinkommen lassen. Mhm. Ja, geh da hin. You've crossed the wrong mongrel. So, und nochmal schmieren. Am besten vielleicht sogar so. Mal sehen. I will see to your demise. Lass ich dir hier mal kurz stehen, ja. Die Zauber haben alle nicht gebracht gegen die, ne? Auch nur mit einer D3 würfelt. Aber hier, achso, den kann ich nicht anwählen. Ich versuche mal zu blenden. Ist hier klappt? Voll. Ah ja, der ist blind. Ja. Der ist auch schon halb tot, vor allem. Oh, der hat sich direkt noch einen Zufallsschaden eingefangen. Ja. Hier. Oh. Da ist der erste schon mal umgefallen. Mhm. Und sie krittet. Ja. Nice. Okay, auf wen? Ah, der hat auf Lan geschossen. Ja, das geht klar. So. Ah, Mann. Schneebälle haben wir keine mehr, ne? Nee. So, aber das ist ein Fernkämpfer.
Das heißt, dahin rennen ist schon immer eine gute Idee. So. Oh. The spirits demand your blood. Endure this. Ich helfe mal Camellia, wenn ich treffen würde. Ja, gut. I'll make short work of this. Er trifft wenigstens. Into the fray. Sie trifft nicht. Dann blenden wir mal ihn. Mal sehen, ob es geht. Nicht getroffen, ne? Aber umgefallen. Geht das jetzt? Nee, wa? Nee, geht nur, wenn er schlafen würde. Schade. Ach, warte mal. Schlummer? Ja, okay. Hat eine neue Zähne gewürfelt. Das sollte ich eigentlich. Make every strike count. Alter! Wow. Ihr seid unfair! Die hat sie muss sich heilen oder du musst sie heilen. Ansonsten ja, ja. Haben wir gleich wieder Laden. Oh Mann, ey. Guck mal, warum darf ich es jetzt wieder nicht machen? Was mache ich falsch? Letzte Folge hatte der doch diesen. Echt? Vielleicht, weil ich mich bewegt habe? Was passiert, wenn ich das da mache? Das hat sogar geklappt. Ah ne, hat nicht geklappt. Gelingt es nicht, Zauberer ist zu. Och man, wieder ein Punkt zu wenig. Unfassbar. So, jetzt machen wir mal hier folgendes. Ich gehe mal jetzt mit ihm hier hin. So. Und jetzt machen wir das und auf Sela geht das. Bitte, 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 bitte. Jo! Danke. So. Dann machst du mal Hand auflegen selbst. Ja. Und dann haust du daneben. Genau, das ist der Plan. Mhm. Genau so. So. Der bleibt schön liegen. Mit dem Schlummern geht sowieso nur einmal pro Gegner. Habe ich gelernt. So. Oh, Alter. Ja, ob der tot. So. Ich mache nochmal das hier. Das ist das Sinnvollste, was der anrichten kann. So, du kannst vielleicht nochmal Sela heilen, einfach nur so. Falls der crittet. Ja, sehr gut. Aber wir können jetzt ruhig alles verballern. Ich glaube, das ist der letzte Raum hier oben. Dort war so ein blendender Strahl. Nicht getroffen. Kannst du schlummern? Bin, hat nicht geklappt. You won't survive me. Immerhin hat er auch nicht getroffen. Ja, also der muss auch eine 20 würfeln, um zu treffen. Wegen dem, weil ich ihn geblendet habe. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier das nicht mehr machen, ne? Mit dem Trank auf die anderen geben. Ich verstehe es nicht. Müsste irgendwas, irgendeine spezielle Voraussetzung erfüllen? Hat er irgendwas Fieses, was ich machen kann? Nö, ja. Licht. Ja, pff, egal. Dann ruf. Ich glaube, wir können jetzt wieder hier Automodus machen, weil. Jetzt geht's wieder bloß aufs Normale. Geht doch. So, erledigt. Das waren alle. Ja, lief doch ganz gut. Immer neue Laden. Oh, was ist das? Beute. Schriftrolle Standort vortäuschen. Nice. Krankheit kurieren, auch nicht schlecht. Und Steinhaut. Steinhaut ist richtig gut. Und eine Schatulle mit Kram. So. Da sind Kleinigkeiten drin. Ja, haben wir hier schon alles gelootet? Sieht so aus, ne? Ja. Also, was ja auch manchmal passiert ist, dass die würfeln, ob sie Dinge entdecken können, ne? Mit Wahrnehmung.
Und das siehst du hier unten dann immer so von wegen Wahrnehmungswurf gescheitert und so. Gibt dann Leute, ja, die das auch dann neu laden, wenn das passiert, aber das machen wir nicht, weil ich gucke ganz selten da unten in die Anzeige. Ist nicht mehr gut. Ach, guck mal, da hat irgendwie. Ach, weil da eine Falle in der Kiste ist. Ja. Oh, da ist ein Bogen drin. Da ist ein schöner Bogen drin. Ein Kurzbogen des Kodex. Ah, schade. Dieser Kurzbogen gewährt seinem Trinker ein plus 1 auf angegen chaotische Kreaturen. Das wäre eigentlich ganz lustig. Wie ist das? Ja, Land ist ja Langbogen, dummerweise. Aber unser Typi könnte davon vielleicht. Können wir. Ach nee, kann ich nicht benutzen. Das ist zu schlecht zum Bogen. Ich kann mal ganz kurz aus Jux drauf gucken. Er macht zweimal einen Zehnerangriff und wenn ich den jetzt gebe. Ne, das ist schon mal scheiße. Machen wir nicht. Aber danke für den Vorschlag. So. Kann irgendwer anders einen Kurzbogen benutzen? Du nicht. Du nicht. Du nicht. Azela, Hauptsache. Ja, du bist Tank, sorry. Auch den, ja, da gibt ja vielleicht wenigstens eine schöne Stange Geld. Ja. So, na gut, dann geben wir Heugos mal das Signal. Ne? Das Anwesen ist sicher. Ihr lebt noch. Gute Arbeit. Ja, dann lassen wir die Kohle rüberwachsen. Ja. Meine Geheimtür wurde nicht geöffnet. Fantastisch. Es war also noch nicht zu spät. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Auf. Die Enthüllung von Familiengeheimnissen. Das ist ja so aufregend. Follow if you dare. Can't hide from me. Das loot mal gleich. Ach, mal, es sind ganz viele Wahrnehmungswürfe fehlgeschlagen. Aber Lan hat es gekriegt. Ja, er hat irgendwo eine Heimtür gefunden. Ja, dieses Bild, ne? Da war eine Lupe. Ja. Eine glückliche Familie. Heugos, eine unbekannte Halbelfin und ihre dunkelhaarige Tochter. Das Gemälde ist überschrieben mit Heugos, Gwerm, Iris und Camellia. Die Gemälde sind genau dort, wo ich sie zurückgelassen habe. Sehr gut. Heugos, Gwerm dankt euch für eure Hilfe. Irgendwas stimmt nicht mit den Gemälden vor dir. Der blonde Junge in den Farben der Gwerm-Familie sieht Heugos kein bisschen ähnlich. Auf dem Familiengemälde ist Heugos neben einer unbekannten Halbelfin und einem kleinen Mädchen abgebildet, das verblüffende Ähnlichkeit mit Camellia hat. Wer ist das auf den Bildern, Heugos? Ihr habt es also bemerkt. Dann lässt es sich wohl nicht mehr leugnen. Heugos schweigt einen Moment, er seufzt und seine Lippen aufeinander presst. Wisst ihr, ich habe zwei Geheimnisse. Camellia ist tatsächlich meine Tochter und ich bin nicht der echte Heugos Gwerm. Ihr seid nicht Heugos Gwerm? Mein wirklicher Name ist Darian Witt. Meine Eltern waren Diener der echten Gwerms in deren Anwesen am östlichen Rand von Mendev. Die Gwerms waren großzügig und edelmütig, aber kurzsichtig. Sie brachten einen Großteil ihres Vermögens mit Wohltätigkeitsprojekten durch. Stattdessen hätten sie sich mehr darum kümmern sollen, ihr Anwesen zu bewachen. Als ich etwa 10 Jahre alt war, spielte ich wie üblich mit dem gleichaltrigen echten Heugos Gwerm im Garten. Ich habe keine Ahnung, woher die Dämonen kamen. Heugos rannte zum Anwesen und ich in die entgegengesetzte Richtung. Er wurde ergriffen und getötet, ich nicht. Heugos zuckt entschuldigend mit den Schultern. Kreuzvater kam aus der nächstgelegenen Stadt, um uns zu helfen, aber ich war der einzige Überlebende. Sie fragten mich nach meinem Namen und ich sagte, ich hieße Heugos Gwerm. Das ist die ganze Geschichte. Was für eine herzerweichende Geschichte. Ich bekomme immer feuchte Augen, wenn ich sie höre. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen, Camellia. Heugos bleibt seine Hände zu Fäusten, aber seine Stimme klingt eher müde als wütend. Ihr habt recht, das habe ich nicht. Darian hört sich Heugos Geständnis mit angespannter Miene an. Ein Knabe in einem von Dämonen attackierten Anwesen. Kommt mir bekannt vor. In Mendev gibt es viele solcher Geschichten, allerdings meist ohne Überlebende. Der arme Heugos zum Beispiel, er hat es nicht geschafft. Ihr hattet Glück, werter Graf. Es sei denn, ihr verbergt etwas. Heugos zuckt unbeholfen mit den Schultern, um seinen Schmerz zu verdeutlichen. Ach, gut, ihr wart nur ein verängstigtes Kind. Ich habe nichts als Sympathie für euch übrig, zumal eure Lügen niemandem geschadet haben. Oder? Was ihr getan habt, war falsch. Die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Ich weiß nicht.
eure Vergangenheit ist eure Sache, nicht meine. Ich würde mich da raushalten sogar fast. Ja, würde ich auch sagen. Danke. Es ist keine einfache Aufgabe, sich an die Fehler seiner Kindheit zu erinnern. Es fällt mir schwer, offen über die Geheimnisse zu sprechen, die ich all die Jahre gewahrt habe. Ich war Zeit meines Lebens ihr Gefangener, so seltsam das auch klingen mag. Camilla ist eure Tochter? Ja, meine uneheliche Tochter, um genau zu sein. Sie hat seit ihrer Geburt in diesem Haus gelebt. Die Dienerschaft hielt sie für eine Nichte oder die Tochter eines Freundes, der auf den Kreuzzügen gefallen war. Ich habe ihren Irrtum nie aufgeklärt. Ihre Mutter Iris war eine Halbelfin von niederer Herkunft. Sie hat hier in den Gärten gearbeitet. Ich wollte die Gwärm-Familie mit einer anderen Adelslinie vereinen. Hätte jemand den Namen Gwärm mit dem gemeinen Volk in Verbindung gebracht, wäre in Bedeutungslosigkeit versunken. Da Iris nicht protestierte, konnten wir unsere Verbindung geheim halten. Und als sie schließlich Camilla gebar, erkannte ich sie nicht als mein Kind an. Offiziell ist Camilla die Tochter eines Dieners der Gwärm-Familie, der vor mehr als 10 Jahren starb. Und bevor ihr mir vorhaltet, was für ein schlechter Vater ich bin, möchte ich etwas sagen. Meiner Tochter fehlte es an nichts. All ihre Wünsche wurden erfüllt, sobald sie sie äußerte. Ich stellte die besten Lehrer an und kaufte die besten Bücher. Sie aß stets gut und hatte warme Kleidung. Machen das alle Eltern nicht so? Ihr habt mein schrecklichstes Geheimnis gelüftet. Vater ist so um den Namen Gwärm besorgt, dass er mich in unserem Anwesen aufgezogen und von der ganzen Welt versteckt hat. Ich werde ihm immer dankbar sein für alles, was er für mich getan hat, auch wenn er in Gesellschaft von Mendev einige seiner Entscheidungen missbilligt. Wäre es unverschämt, euch um Diskretion zu versuchen, was euer Wissen um mich betrifft? Verdammt, und ich dachte, Rolgos wäre stinklangweilig, und dann packte diese Geschichte von seiner gestohlenen Identität aus und präsentiert uns eine gelebte, liebs uneheliche Tochter. Ich fürchte, das stellt selbst mich in den Schatten. Ja. Oder? Habt ihr ja, auf jeden Fall werden. Ja. Ich werde euer Geheimnis wahren, Camilla. Dafür danke ich euch in aller Demut. Man kann Geheimnisse am besten wahren, wenn man sie gar nicht erst kennt oder über einige einzigartige Gabe verfügt, Informationen selektiv zu vergessen, so wie ich. Was habe ich gesagt? Egal. Noch einfacher könnt ihr ein Geheimnis erfahren, wahren, wenn ihr tot seid. Ja, oh, das war nett. Wie ist es Zeit seines Lebens, einen falschen Namen zu tragen? Als Junge hasste ich Horgus, vor allem seine Geringschätzung. Das Mitleid von seinem Gesicht, sein Lächeln, wenn er mich rief, um mit ihm zu spielen. Der Unterschied in unseren Geburtsrechten war ungerecht. Der Neid benebelte meinen Verstand, als die Dämonen ihn töteten und mich nicht. Hielt ich das für ein Geschenk des Schicksals. Ich ergriff mein Glück mit beiden Händen und ließ es nie mehr los. Als ich ihnen sagte, mein Name sei Holger Squerm, einziger Erbe eines großen Reichtums der Familie kam, an diesem Tag war das Leben gerecht. Leider habe ich viele Jahre gebraucht, um die Großzügigkeit hinter der Geringschätzung zu erkennen und das Mitgefühl hinter dem Mitleid zu spüren. Ich entdeckte viel zu spät, dass Holgos mein Freund war, auch wenn das nicht so empfand. Ich habe die Hand der Freundschaft, die er mir reichte, nie akzeptiert und dann war es viel zu spät. Aber was kann ich jetzt tun? Die Wahrheit verkünden, meinen Namen ablegen und ihn dem Vergessen überantworten? Würde mein Freund Holgos das wollen? Ich trage den Namen Holgos Quer mit Stolz und Würde, die ihm gebührt, wie ein Banner auf einem Schlachtfeld. Ich werde seine Verdienste vervielfachen, auf das die Familie Gwärm nie vergessen werde. Ich diene Holgos Gwärm noch immer. Was habt ihr jetzt vor? Tja, zunächst einmal werde ich euch fürstlich für eure Hilfe entlohnen. Danach werde ich diese Porträts verbringen. Ich habe all die Jahre aus Sentimentalität behalten, aber nun haben sie ihren Zweck erfüllt. Mein verwüstetes Heim wird vermutlich auf den Kopf gestellt und früher oder später wird auch dieser Geheimraum entdeckt. Ich will nicht, dass diese Gemälde jemals jemand anders zu Gesicht bekommt. Okay, macht sich bereit zu sterben, würde ich sagen. Verstehe. Okay. Nun habt ihr eure Bezahlung verdient. Hier, es war mir eine Freude. Ey, das ist viel zu wenig, du Sack. Ja, das war aber ausgemacht. Er wollte uns nur 1000 geben ursprünglich. Ja, ja, aber trotzdem, ey. Damit kann ich gerade mal ein Drittel die Fährten wieder beleben. Machen wir mal damit ein paar Füßen, Alter. Camilla, dein Gesicht sagt mir, dass du es genossen hast, dieser würdigen Gesellschaft gegen die Dämonen zu kämpfen. Ich habe nur eine Frage. Bist du dir sicher? Anstatt zu antworten, blickt Camilla Holgos mit einem sanften Lächeln an. Nun denn, ich kann dich nicht länger beschützen. Unser Haus ist zerstört, unsere Diener sind vertrieben oder tot. Aber nun folgt mir. Sorgen wir dafür, dass die Geheimnisse von Holgos Gwärm nicht noch einmal entdeckt werden.
Okay. Mal schnell rausgehen. Da verbrennt er nämlich gerade die Bilder. Mitten in der Bude. Ja. Verkohlte Rahmen und verbrannte Leinwände. Niemand wird je erfahren, was auf diesen Gemälden zu sehen war. Oh Mann, ey. Keine Kunst verbrennen. Ja, echt. Also zumal, ich verstehe immer noch nicht das Problem, weil... Wo ist denn das Problem, weil er was mit einem Diener gehabt hat oder eine Dienerin? I do what I must. So, hier gibt's noch. Ach komm, wir nehmen mal Dietrich. I am helpful. Oh, eine Brustplatte. Plus eins. Toll. Ist aber besser als sie hat, glaube ich, oder? Platten und so. Warum vergleicht's denn das nicht? Eigentlich müsste so ein. Ja, da, bitte. Und nee, das was. Stimmt. Aber Grundrüstungsklasse? Naja, keine Zauber wirkt sie nicht, deswegen ist es egal. Und die Geschicklichkeit. Wir können mal links unten, also ich kann hier gucken, ob die Rüstungsklasse steigt, wenn ich es anziehe. Oh, ändert sich nicht, das ist schon mal gut. Und auf dem falschen Fuß ist 20, warte mal. 21, okay, ist besser. Das ist, wenn sie überrascht wären, denn dann haben sie so einen Malus. Steigt irgendwas? Berührungsangriffe sind schlecht. Es kommt eigentlich öfter vor, als dass man auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ich bleib mal bei der Plus-1-Rüstung. Okay. Und hier ist nichts dabei. Ich komm, hier ist so eine Rüstung auf dem Ding. Nimm die mit. Mehrere Truhen, aber nichts drin. Ja, das ist Pappe. Hier ist auch nichts, ne? Ja. Na gut, dann ist die Quest geschafft. Zauberhaft. Ja. Guck mal. Sind doch gut in der Zeit. Ja, ich werde mal ganz kurz eine Rast machen. So. Ja, ich werde auch bald rasten. Und zwar unten auf meinem Sofa. Ah, wer rastet, der rostet. Komm, wir machen eine Zwiebelsuppe. Ein Kochbonus auf alle Rettungswürfe. I can only imagine what the knife of an experienced surgeon could do for you. That's a great idea. If we find one, we'll also get him to shorten that tongue of yours and take out your poison glands. Ich finde immer lustig, dass sie sich so gegenseitig necken. Was? Nehmen wir mal zwei Boni des selben Typs für Athletik. Ach so? Herzhaftes Essen und... Ach so, ja, okay. Passt schon. Ja, sonst ist hier nichts. Okay, dann können wir jetzt wieder rausgehen. Gut. Und ist hier noch was? Oh, hier ist noch ein Zimmer. Mit dem nicht drin war. Mit einer Falle. Und dann ist ja vielleicht was Brauchbares hier drin, in der Raum schon. Zwei Goldmünzen. Ja, okay. Ausgefeilte Folsterinstrument über den Zweck einiger der Instrumente kann man nur spekulieren. Warum hat er lauter so Zeug überall bei sich rumliegen? Das ist eigentlich sein drittes Geheimnis. Kriegen wir noch raus. Keine Ahnung, er ist Manuel Neuer. Nee, keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist er einfach kinky, wer weiß. Jetzt einen Schluck trinken. Ja, mein Tee ist auch alle. So viel geredet. Dann wird mir der Mund fusselig. So, also wir könnten jetzt... Wir sind jetzt hier, ist ja die Stadtmauer, ne? Und auf der Seite der Stadtmauer würde ich mich später umgucken. Wir könnten jetzt hier hoch zu der Schwarzschwing-Bibliothek, zu dem Kultisten, aber ich würde sagen, wir gucken uns hier unten erstmal um. Zum Beispiel hier bei Stätte eines gescheiterten Rituals. Ne? Gibt es bloß Reagenzien.
Hätte vielleicht mal vorlesen können, was da steht, ne? Der Boden hier trägt die Narbe. So ist das, wenn man es mit Kohlensäure trinkt. Lass es raus. Ja. Der Boden hier trägt die Narben einer Explosion. Kaum sichtbare magische Runen umgeben den Krater. In der Nähe liegen Elemente eines fehlgeschlagenen Rituals auf dem Boden herum. Du kannst ja eine Reagenzien für die Herstellung von Verbrauchsgütern finden. Okay. So. Gehen wir jetzt mal zu Passlösung. Ich guck mal langsamer voran, weil hier hat der Descari die Stadt zerschnippelt. Ganz schön reingelangt, ne? So. Weil auch eine sehr große Sense. Ich überlege gerade, was hier los. Oh Gott. Ist das das, was ich denke, das ist? Wird gespeichert? Ich speichere mal. Ja. Oh ja, das ist das, was ich denke, das ist. Wir machen erstmal den Raum hier. Okay. Mimics. Mere flesh wound. Endure this. Oh oh. Wäh. Unser Typ. Können die ausrutschen? Ich glaube eher nicht, oder? Ach, finden wir es raus. Es hat Beine. Das klappt. Als ob. Aber nur einer. Ist ja, ist egal. Ja, besser als nicht, ne? Warum kann. Achso, die steht ganz hinten. Oh, ist das behindert? Ist das behindert? Ja, dann hau auf die. Ja, das ist ja alles grandios hier wieder, weil wir verzögern mal ein bisschen. Bin ich ran oder was? Ja. Geh mal da hin. Sag mal. Die Steuerung manchmal, ne? Dahin? Ja? Nein? Ja? 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 Ja, geht doch. So. Und du gehst jetzt ein Stück zurück. Ja. Mind over muscle. Go for their heart. Nice. Oh Gott, der fängt bestimmt gleich an mit Grütze zu werfen. Das machen diese Alchemisten immer. Out of my sight. So, darf sie jetzt hauen? Ja. Take you. Oh, could this war nicht schlimm. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir im Staub liegen. Ja. Oder im Fett. Ob sei nicht tot. Den würde ich gern einschläfern. Aber oh, bitte lass das funktionieren. Nee, hat nicht funktioniert. Aha. Oh Gott, mein Schaden. Wir sind gestorben. Scheiße. Oh, warum muss der die Flasche auch genau da drauf werfen, ey? Ich muss aber sagen, dass es war schon wieder irgendwie total ungünstig, wie das, wie dieser Kampf losging. Also das ist ja alle so komisch. Ich lasse jetzt Sela meine. Ich weiß auch nicht, die beten einfach zuerst in den Raum. Oder was für ein. Das kann ich doch bestimmt machen, oder? Einfach so. Doch, doch, dauert noch einen Moment. So, und jetzt könnten wir. Warte mal, Camilla hatte doch hier Buff-Zauber. So, du machst das und. Das. Ja, magische Rüstung noch auf uns, wenn es geht. Ja, stimmt. Das kann man übrigens. Ich habe mir einen Mod installiert, mit dem das geht, ne? Also, wo ich hier quasi mir das konfigurieren kann. Ach, guck mal, das habe ich schon konfiguriert. Warum mache ich das nicht? Wollte bloß so machen. So. Oh, jetzt habe ich Sela vergrößert. Was egal. Auf jeden Fall, da muss man das nicht alles einzeln machen, sondern muss ich bloß die beiden Knöpfe drücken. Ach, das ist ja zauberhaft. Ja. Muss natürlich dann, wenn die neue Buffs kriegen, auf neuem Level, diese Sachen neu konfigurieren. Aber das war ein Fehler. Ja, gut. Ich sehe auch, dass ich nicht gut konfiguriert habe. Ne, Sela ist ja wieder vergrößert. Ja, aber gut, vielleicht. Das ist ja genau das, was wir nicht mehr wollten eigentlich. Ja, aber vielleicht haut sie ein bisschen Schaden raus.
Ja. Passt schon. Hast du irgendwas, was hilft? Was ist, wenn ich. Ja, komm. Genau. Dass der Alchemist rumliegt, ist sehr vorteilhaft. Und du machst. Hauptsache, das ist nicht eingestellt. Machst auf Zähler noch einen Alter, warum? Ja, ich möchte es gar nicht wissen. Ja, schön. Die ist ja genau da reingerannt. Ja, Mann. Hat jetzt Spiegelbilder an. Alles gut. Ja, nichts passiert. Und die Kiste ist eh ausgeschaltet. Ja. Out of my sight. Trifft das Kinder. Ich gehe mal zu dem Alchemisten mit ihr. Der ist der gefährlichste. Die Kisten sind zwar ätzend, aber die machen uns, die killen uns nicht. Jetzt muss bloß noch irgendwer mal treffen. Ja, kann man die blenden? Wir versuchen es. Treffer. Hm. Scheint geklappt zu haben sogar. You are today's sacrifice. Junge. Endure this. Alter, der hat eine übelste Rüstungsklasse. Warum 20? Warte mal, das interessiert mich gerade mal. Beschlagenes Leder. Der hat ein Schild in der Hand. Ah, der hat Rindenhaut auf sich gezaubert. Liegend ist plus 4? Ich hätte gedacht, das ist ein Malus. Scheiße, deswegen treffen wir den nicht. Ja. Na gut. Ich dachte, das ist ein Malus, weil er nicht rumzappelt. Aber ja, hast du gedacht. Alter, wie viel HP hat denn der? Ja, ruf auf alles, was geht. Ja, liegen plus 4, ne? Sure. Vielleicht nochmal so? Hat nicht geklappt. Ja, jetzt ist er wieder aufgestanden. Ja. Ey! Alter, der one-hittet uns einfach. Make every strike count. Aber du kannst ihn ja wieder. Genau. So. Ich zu wenig HP auf dem Pulli. No glory without risk. Ich bleib mal liegen. Komm, das muss mal klappen. Nö, klappt nicht. Nee, klappt nicht. Wie viel Zauber ist das? Oh, der hat 19. Ja, wobei aber der. Ich bräuchte bloß eine 13 würfeln. Go for their hearts! A mere flesh wound. Hörst du auf? Schon wieder gestorben. Aber, wieso denn so viel? Guck mal, der hatte 12 HP. Der hat 5 Schaden gemacht und ich bin gestorben? Echt? Das ist ja komisch. Guck mal, hier hat er nochmal 26 gemacht. Mann. Es ist nicht leicht. Ich konfiguriere mal kurz die Buffs anders. Nämlich mit dem Vergrößern. Das hätte ich gern nicht. So. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nö. Und zwar. Kann ich das jetzt nochmal machen? Zack, zack. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch an kleinen Buffs haben. Also ja, an Tränken meine ich. Ne? Waffe weiden zum Beispiel wäre so ein Ding. Die hat schon eine weite Waffe. Das ist Quatsch, aber sie könnte das machen. Wo war's? Hä? Bin ich doof? Bullenstärke? Schön. Was hat er denn für eine Farbe?
Gelb? Ja. Dafür war ein das, ja. So, benutzen. So. Magierrüstung ist an. Das ist alles an. Spiegelbilder. Ich guck mal, wenn ich ihr jetzt noch magische Waffe gebe, ob das einen Unterschied macht. Guck mal gleich mal. Es ist einfach ein Experiment gerade. Ich bin mir nicht sicher. Verschwimmen könnte man jetzt. Ich gebe ihm. Obwohl der kriegt die Säureschaden, kriegt auch mit Verschwimmen, glaube ich. Falls er wieder. Guck mal hier, Bullenstärke und sowas hat es aber nicht drauf gebufft, ne? Ja. So. Ach, guck mal, Rindenhaut. Das ist jetzt der letzte Versuch. Ja. Wenn es jetzt scheitert, dann klinke ich mich aus. Also nicht, weil ich keine Lust mehr habe, sondern weil es langsam spät wird. Wir kriegen das schon hin. So, also die sind jetzt eigentlich schon ziemlich überbufft hier. Ich speichere mal mit Buffs. Überbufft, sollen jetzt alle drauf auf diesen Kultist. Ja. Oder Alchemist war das, ne? Ja, Alchemist, ja. So. Ja, hin mit dir. So, hier will ich am liebsten nochmal das machen. Ja, aber dann liegt er wieder, ne? Dann treffen wir ihn wieder nicht. Das ist egal, der kann ja wenigstens keine Säure werfen. Ich habe Lan jetzt noch einen Trank gegeben, dass seine Geschicklichkeit höher ist. Sieht man ja. Muss ja nur eine 18 würfeln. Ach du Scheiße. Ja, auch cool, wenn das mit dem Schlaf mal funktionieren würde. Oh, diesmal hat es geklappt, ne? Aber schläft der jetzt? Oder nicht? Pass auf, das finden wir jetzt raus, weil die hat ja jetzt hier diesen. Das da. Gnadenstoß. Geht nicht. Hilflos, Schlaf oder bewusstlos? Er hat jetzt. Guck mal, Nino überwindet die Zauberresistenz. Erfolg. Und warum schläft er jetzt nicht? Was soll das? Vielleicht, weil er schon liegt, keine Ahnung. Alter. Vielleicht weiß das ja einer von unseren Zuschauern. Also wenn der Geschmierte am Boden liegt, warum er dann nicht noch einschläft, wenn man es drauf wirkt. Oder er ist allgemein der. Nee, dann wird es aber dastehen, ne, wenn er resistent ist. Ja. Dann wäre es fehlgeschlagen oder so. Genau, also eigentlich fehlt mir da gerade ein bisschen die Meldung, was da passiert ist. Gut, ich hau mal auf die Mimik, weil die ist nicht im Nahkampf. Trifft ja wieder super. So, jetzt aber hier, komm. Alter! Ja, pff. Out of my sight. You won't survive me. Ich glaube, es hat wirklich keinen Sinn, dem nicht im Nahkampf anzugreifen. Daher. Hat sie noch irgendwas? Was ist, wenn ich hier Schlummer mache? Ah ja, Willen hat er noch, auch wenn er am Boden rumgammelt. Komm, Mimik, die da. Seufz. So. Das klappt einfach nicht, ne? Das will ich nicht. No glory wow! Endlich trifft man jemand. Getroffen. Aber wenn ich mal gucke, wie viel HP der hat, das ist ja kaum was weggegangen. Mhm. Ich mach mal so. Ob es das ändert. Das ist zwar nur irgendwelche Willenswürfe, aber. Na, was interessant ist hier. Nochmal schlafen nützt nichts. Nee, er ist wieder aufgestanden. Nein. Auf wen hat er denn jetzt geworfen? Auf Nino. Das geht klar. Schon mal nicht gut getroffen. Ach, der hat dahinter geworfen, ja. Okay. You are today's sacrifice. Okay. Pff.
einmal treffen. Ja, guck mal, es könnte klappen. Zerrt sich zwar ein bisschen hin, ja. Oha, die eine Kiste ist bald mal weg. Jetzt treffen wir ihn auch wenigstens endlich mal. Also, sind nicht wir, sondern die anderen da vorne. Hey. Precision and grace. You've crossed the wrong nice. Okay, schon mal ein Problem weniger. So weit waren wir noch nie. Stimmt. Er bleibt liegen, ja, finde ich gut. Ah, Junge. Wow, der hat sie getroffen für 10 Schaden. Oh, gekrittet. Oh, sie auch gekrittet. Nice. Er hat nur noch ein Drittel. Ja, jetzt haben wir scheinbar mal einen guten Lauf. Ja. Ist wieder umgefallen? Nice! Boah. Da kam der Reflexangriff. Ich finde das gut, dass die Mimics ausrutschen können. So, jetzt. Komisch, jetzt lief's auf einmal, ne? Also ja. Wir hatten vorhin einfach nur echt mehr irre Pech, dass der uns immer diese blöde Flasche direkt an den Kopf geworfen hat. Ja. So, jetzt machen wir hier drin nochmal dasselbe Spiel. Hier sind aber nur zwei Mimics. Also alles gut. Ich glaube, da kann ich auch mal Automodus machen. Ja, der erste liegt schon. Ja. Der zweite liegt auch. Fehlschlag. Ach, jetzt, warte mal, meine Fernkämpfer stehen im Bogen rum. Ah, seid ihr alle dumm. Egal, klappt schon irgendwie. Oha. Ja, Nino ist kritisch, Alter. Ja, aber unser auch. Was ist mit der anderen Mimik hier drin? Ach so, die chillt da einfach im Matsch. Ja, was ist los? Heilen? Wollen wir uns erstmal heilen? Egal, nee, wir hauen die jetzt noch weg. Okay, Matschepampe. So, das war alles hier in dem Dings. Ein bisschen looten. Aha. Zutat. Was gibt's hier? Die Mimik hat einen Amboss. Leicht Amboss des Mystiker-Leites. Verbesserung plus 2, das ist schon mal richtig geil. Bestätigt ein Mystiker mit dieser leichten plus 2 Amboss einen kritischen Treffer, wird das Ziel im Falle eines misslungenen Willenswurfs mit dem Effekt belegt, den der Fluch des Mystikers auf Stufe 1 gewährt hat, ohne dessen Vorteile zu erhalten. Dieser Effekt kann mit einem Fluchbrechenzauber entfernt werden. Wir haben einen Mystiker in der Gruppe. Ja, hier. Ja, und er hat ja nur so eine Scheißarmbrust. Genau. Also, das erklärt sich quasi selbst. Ist ohne mich schlecht, ne? Das macht aus einem. Warte mal, wie viel war es vorher? Ne, er hatte eine leichte Armbrust. Plus 7, also zwei bessere Chancen. Und mehr Schaden. Plus 9 und 3 bis 10 ist auch, ja. Was hat er denn für einen Fluch auf Level 1 genommen? Wäre mal ganz interessant zu wissen, wo sehe ich denn das? Hier bei Klasse, ja. Das da? Nee. Das da? Leben? Nee. Ja, das da scheint der Fluch zu sein. Du wirst vor Gefahren gewarnt, kannst aber nichts tun, um sie abzuwenden. Als die Aha. Na gut, was auch immer. Ich kenne mich damit nicht so aus. Vielleicht ist es sinnvoll, vielleicht nicht. Gut, ah, da ist noch was. Rezept für Steckerfisch und Handbuch für Reisen und Jäger. Das haben wir schon. Reisen die Jäger. So. Oh, und hier ist noch eine Truhe. Hä? War die da eben schon? Betäubende Barriere. Was ist dieses Amulett? Ah, okay. Das war aber davon nur Deko-Amulett.
Ach so. Gut, ja, aber jetzt haben wir das erste Mal, dass wir jetzt irgendwie zwei Items gefunden haben. Also dieser Bogen und diese Armbrust, die schon ein bisschen was Besseres waren. Ne? Mhm. Sonst hast du ja immer nur diese normalen Dinger. Ja. Gut, Warum mobben die eigentlich immer Land? Ich weiß nicht, das ist scheinbar ein einfaches Ziel. Da haben die gerade 16 Stunden gerastet. Naja, ist egal. Gut, an der Stelle würde ich mal die Folge beenden, weil wir nehmen schon wieder eine Stunde auf. Einen Moment, ganz kurz. Ja. So. Ja, passiert. Also ich würde die Folge jetzt beenden, weil wir nehmen schon eine Stunde auf und dann... Ich ja, sagen, ich war gerade weg, sorry, mein Kopfhörer sind ausgegangen. Oh. Das erklärt's. Ja. Gut, umso passender. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe, du hattest Spaß. Danke fürs dabei sein. Ja. Gern. Also, bis denne. Bis denne.